Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle, den Ultra Mapping Man. Yeah, that's color by the way. 95% ist der Status von der neuen Frühling, also freut euch drauf. Den kriege ich ja nie wieder Angang. Wir fahren mal den Mist zur BGA rüber, sehen zu, dass wir die Gülle irgendwie reingeschmissen kriegen. Und versuchen den Wagen anzuhängen. Ich hab's mir gedacht, ne? Müssen wir leider ausnahmsweise mal eben so machen. Weil es gerade nicht anders geht. Wir wollen ja auch ein bisschen heute mal vorankommen. Wir haben die letzten Tage schon immer so rumgebuddelt. Gebummelt. So, wir gucken mal eben hier noch. 6125 Liter Mist. Cool. Ja, ich möchte ihn noch ein bisschen ausprobieren, deswegen ist er noch ein bisschen auf dem Hof, der Case Magnum. Ne, ist kein Magnum. Ist das ein Magnum? Doch, Magnum. Svenny. Läuft bei dir. Außerdem fahren wir falsch. Und wir können auch hier lang fahren, ist ja Jacke wie Hose, ne? Wir setzen uns mal wieder richtig hin und machen mal ein Bild. Danke. Müssten wir. Oh, du hast so einen Kurs drin? Du hast doch gar keinen Kurs mehr drin. Irgendwie hat noch einen Kurs drin. Wahrscheinlich der IAC, ne? Bringen wir das eben fix rüber. Den Mist machen da irgendwie eine Mistplatte, wo wir den abkippen können, dass wir den in eine BGA schippen können, ne? Wir müssen nämlich mal sehen, dass unsere Mistplatte so ein bisschen frei wird. Denn wir haben immer irgendwie so ein leichtes Mistproblem. Sagen wir, wie es ist. Da müssten wir noch Stroh zukaufen. Für kleine Fackels. Gülle umfahren. Und dann sind wir eigentlich erstmal ganz gut durch. Wahrscheinlich müssen wir auch erstmal hier nur ein, zwei Bombkits wegmachen, ne? Und wir machen hier eine wilde Miste. Ist auch nicht so schön, du. Wie nervt mich das mit den Bäumen? Machen wir eben eine Ehrenrunde. Der Baumhusse ist weg. Alles andere macht keinen Sinn. Stell ihn mal eben hier an der Seite. Hängen wir eben ab, die Bude. Scheiße, können wir gleich schon wieder einen Hoflader holen, ne? Oder sie setzen die Seilwinde eben um. Die bohren. Die haben wir da hingestellt, ne? Häng die mal eben an, danke. Wenn wir eben hier stehen. Du musst als erstes mal hier weg. Alles andere ist Bullshit. Achso. Das war so klar, ne? Follow erstmal eine Runde dahin, wo du nicht fallen sollst. Lauf bei dir, Kollege. Schickram, schickram, du.
Sag mal, willst du mich ohne Pieper? Ja, ne? Danke. Die lassen sich immer so Tüfte entasten hier, ne? Richtig schickifani. Nee. Den müssen wir auf jeden Fall nochmal durchseppeln. Okay. Ist die Seilbahn noch an? Wahrscheinlich müssen wir die eh umsetzen, ne? So ein Schickkram. Wie geht das jetzt nochmal? Laufen tut die immer, ne? Ja. Okay. Ja. Schickram. Höppeldi, höppeldi. Komm, wie lang hier, ne? Das läuft hier. Schon mal fast ganz gut. Ah, hat er gemacht. Alles klar. Mach mal. Er ist das, ne? Hier, der kommt, mein Freund, und Kupferstiche. Der bin ich hier schon mal ganz froh. Dass wir das eben hier fix wegkriegen. Wo ist denn dieses... Ich sehe dieses Seil gar nicht. Hör mal an hier. Mach mal eben B. B. Ja, das läuft. So, komm mal mit. Wir müssen mal eben zurückfahren. Dann machst du gut. Bin stolz auf dich. Kann eigentlich. Ach nee, wenn ich jetzt R drücke da hinten, dann ist das wieder alle weg. Wie gibt mir die Säge, das Ding hier, ganz schön auf den Zünder. Noch mehr. V ist er, ne? Und tot ist er. Ah, ist nicht wahr. Schwuppeliwupp, ab durch den Busch. Oh, du bist aber mitten im Weg, wa? Komm mal hier. B. Oh, den haben wir auch schon an der Seite. Das läuft. Also Abflug. Diese Seilbahn, ne? Dieses so ein geniales Future. Sagen wir, wie es ist. Komm hier zu Papa! Genialometer 5000, das Ding. Wie lange noch welche, ne? Jupp. Komm mal hier hin. Hier ist der Onkel. So macht Holz machen Spaß, ey, ganz ehrlich. Schwuppdiwupp. Ach, noch was, ne? Vorsicht, Kollege. Svenny ist in Stress. Ich muss hier zusehen, dass er an den Stissel kommt. Hier hat er noch was, ne?
Ist nur einer da? Das sagt nur einer. Okay. Oder ist noch ein Ästchen dran? Ja, ist egal. Na, komm hin! Zack, zack! So, das haben wir. Dann machen wir eben die Stuppe da weg. Richtig? Richtig, ne? Dann können wir nämlich hier schon mal... Kannst du sitzen bleiben? Das schießt dir mit Glühfäden, ne? Dann musst du auf weg. Okay. Eben hier hin. Ring, ding, ding. Ey, der gefällt mir richtig gut. Wahrscheinlich nur weg, weil da kommen wir so nicht mit dem Güttelrobel dran, ne? Bin ich schwierig. Mal gucken. Ob dies klappt. Wo ein Wille, da ein Weg. Schikra. Jetzt muss ich aber erst wieder umdenken, ne? So langsam kann ich gar nicht das Gaspedal drücken. Und dann macht das schon hier raus, wenn du das möchtest. Ist ja kein Problem für uns. So, wir müssen mal eben ins BGA-Menü. Gülle können wir aktivieren. Was ist die Phase? Hat aber auch noch nicht viel produziert, der Hobel da, ne? Das dauert voll lange. Ja, das haben wir, das haben wir. Okay. Oh, schon leer. Cool. Stellen wir ihm hier an der Seite. Und später wieder. Oh. Vorwärts, Kollege, vorwärts. Hier ist ja so ein Huppelstellchen, ne? Das müssen wir nur bearbeiten. Hier ist so ein Bäumchen mitten im Weg. Aber dann geht es. Und die Deichsel ist natürlich genau in die falsche Richtung. Ja, komm von einem Meter zurück, ist jetzt shit drauf. Langsam in Gaspedal. Ne, konnte das schon mal besser, ne? Guck, weil ich das letzte Zeit andersrum mache. Ich krieg das Gas nicht so fein abgestimmt. Hoffentlich gibt er dir gleich ab. Wird schwierig. So. Langsam. Wenn wir mal langsam zurückfahren, vielleicht haben wir Glück. Nee, müssen wir das anders managen. Nee, wir haben kein Glück.
Müssen wir doch noch so einen kleinen Hoflader und so Rennen organisieren. Der diese beiseite räumt. Geht ja nicht anders. Schwierig. Wo machen wir denn jetzt diese alte Mistkacke hin? Können wir auch hier hin malen, ne? Fahren wir hier so, schwuppdiwupp durch die Büsche hier so hin. Das Muckvieh. Nochmal im P wie Baum. Landschaftsbau. Morgen. Was bist du? Matsch. Ja, Matsch ist gut. Er malte nicht alles weg, ne? Ich hatte dich eigentlich schon länger ausgemacht, ne? So, erstmal, ne? Können wir ein bisschen breiter machen hier? Das passt. So, wir müssen hier wieder hin. Ich fahre auch mit dem größten Schlepper, ne? Ja, ist egal. Gehen wir die Schuhe erstmal hin. Machen wir dann später an, ne? Kann man ja immer wieder aufschieben, ne? Ach, er kippt zur anderen Seite. Deswegen hat er nicht abgekippt. Ja, danke fürs Gespräch, ne? Machen wir den ersten Mist hier. Dann kann der Wagen nämlich langsam wieder zurück. Ja, passt. Abfahrt. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.